So, jetzt nochmal genau messen. Okay. Oh, Vorsicht. Ja, wir wollen natürlich nach unten. Ja, so, das sieht gut aus. Mal gucken, ob es passt. Oh, nee. Wer misst, misst, misst. Das zeigt sich ja jetzt hier auch wieder. 10-mal gemessen und dann habe ich trotzdem zu tief gefräst. Das ist doch einfach nur nervig. Das stimmt und vor allen Dingen auch maximal überflüssig. Es ist ja so, wenn wir ein Stück wie dieses hier einlassen wollen und dafür fräsen, müssen wir überhaupt gar nichts messen. Wir müssen dieses Teil nicht ein einziges Mal an ein Maßband halten, zumindest wenn es um die Dicke geht. Jones, wie soll das gehen? Brauche ich dafür teures Werkzeug? Nö, nur die Fräse und ich zeig dir, wie es geht. Das brauchen wir wieder. Bevor ich euch die Lösung zeige, das hier irgendwie die Fräserlänge messen oder auch der Klassiker die Fräse umdrehen und das Stück Holz hier dran legen. Ah ja, Mensch, so wie ich das eben gemacht habe, so ein bisschen, ja, wie stelle ich denn das jetzt ein? Ah, hier ist der Knopf. Ah, ein bisschen hoch. Das war viel zu viel. Jetzt wieder ein bisschen runter. Das muss alles überhaupt gar nicht sein. Ihr müsst das so nicht machen. Das ist sogar so gesehen falsch. Wir drehen die Fräse einfach um. So, ich sagte ja, wir müssen gar nichts messen. Wir haben ja dieses Tiefenverstellsystem hier und genau das nutzen wir jetzt auch mal so, wie es eigentlich gedacht ist. Zuallererst mal müssen wir die Fräse absenken und zwar auf Null. Das heißt, ich senke sie einfach nur so weit ab, dass sie jetzt in diesem Fall hier meinen Tisch berührt. Wir wissen also, dass der Fräser ab diesem Punkt anfängt zu fräsen. Jetzt müssen wir ja einfach nur von diesem Punkt um diese Materialstärke hier weiter nach unten. Was machen wir also? Wir stellen unsere Tiefe ein, indem wir das Material hier oben drauflegen, diesen Pin hier absenken, vielleicht ein bisschen festdrücken, nicht zu fest, aber ein bisschen, und dann das Ganze einstellen. Jetzt sehen wir, wir haben das Material eingestellt. Und wenn wir die Fräse jetzt wieder umdrehen und den Fräser rausfahren, werden wir sehen, dass das genau passt, ohne dass wir jemals irgendwas gemessen haben. Wir drehen die Fräse um, zack, fahren den Tisch runter und haben ja den Tiefenstopp aktiviert. Und wenn wir jetzt unser Material hier hinlegen, ist das perfekt bündig. Bevor ich jetzt gleich losfräse und final nochmal zeige, yo, das, was ich sage, funktioniert auch. Diesen Trick könnt ihr bei den meisten Oberfräsen anwenden. Wichtig, meistens bei Oberfräsen, nicht unbedingt bei Einhandfräsen. Diese Einhandfräse hat auch einen Oberfräsenkorb. Das funktioniert super. Bei Festool geht das sowieso. Festool ist ja im Prinzip sowieso das Beste vom Besten. Aber, und deswegen zeige ich es euch, und deswegen ist sie jetzt auch noch da, unter diesem Video wird der Gewinner bekannt gegeben, auch bei unserer 44 Euro Parkside-Fräse könnten wir dieses Feature nutzen. Ich habe ja in dem Video schon gesagt, die Feineinstellung und die Einstellung an sich ist kacke. Aber in der Theorie könnten wir es nutzen. So, wir wollen jetzt auch was nutzen, nämlich die Fräse. Los geht's. Das passt perfekt. Das ist wirklich unfassbar einfach, oder? Und das Ganze funktioniert natürlich auch für solche Sachen wie im letzten Video gezeigt. Wenn wir zum Beispiel hier ein Band haben, das wir mit Hilfe einer Schablone einlassen, dann müssen wir einfach nur beim Messen Schablone und Band zwischen die beiden Teile legen. Und schon haben wir die perfekte Tiefe. So können wir Bänder perfekt einlassen. Und so könnt ihr im Prinzip jede Konturdicke ganz einfach kopieren, ohne dass ihr was messen müsst und euch vermesst und dann irgendwie da dran steht und denkt, Digga, ich sehe eigentlich sowieso gar nichts. Genauso geht es nämlich mir, wenn ich versuche, irgendwie auf dem Maßband was zu erkennen und dann noch hier nebenbei schiebe. Das wird nichts. So könnt ihr es einfach kopieren und es passt perfekt. Ist das nicht super?
Ja, das ist mehr als super. Und vielen ist das vielleicht auch schon bewusst. Aber ganz vielen auch nicht. Denn jedes Mal bei einem Video wie diesem, wo ich irgendwas fräse, ist die Frage, wie kriegst du das hin? Wie stellst du das ein? Ich nutze die eingebauten Features einer Fräse. Und das könnt ihr jetzt auch. Und könnt alle möglichen Sachen perfekt einlassen, ohne dass ihr einen Struggle habt, dass ihr messen müsst und dass es am Ende dann so aussieht. Ah, viel zu tief. Denn in der Oberfräse könnt ihr wunderbar Verbindungen machen. Zum Beispiel eine Überblattung oder ähnliche Sachen. Und so wisst ihr, wie ihr das ganz einfach einstellt. Also, 1, 2, 3. Ich wünsche mir ein Abo herbei. MDF schmeiß ich herum. Das Video war gar nicht dumm. Wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Graf Zahl. Tschüss!